Hallo Leute! Ja, was das ist? Man muss die Leute grüßen. Ich guck nur hin und sehe direkt deinen Hinterkopf. Hallo Leute, willkommen im neuen Video. Wir machen heute ein neues Frage-Antwort-Video, weil es sind noch viele neue Fragen gekommen, um die wir uns heute kümmern wollen. Wir fangen aber zunächst an mit dem Luftfilter. Den müssen wir noch verlosen, das hatten wir beim letzten Mal ausgelobt. Wir haben eben schon Kommentare. Guck, mach bitte nochmal in einen Kommentar. Ich glaube, der Gewinner steht fest. Wir haben da am meisten gelacht, einfach weil es so dumm ist. Würde mich äußerst über den Luffy freuen, damit ich meiner Frau mal zeigen kann, wie man richtig ansaugt. Einen Ansaug. Richtig einen Ansaug. Ja, Thomas A., ich würde sagen, schick uns eine Nachricht bei YouTube oder auf unsere Facebook-Seite oder von mir aus auch bei Instagram mit deiner Adresse. Dann schicken wir dir den Stealth 6 Luftfilter, wie versprochen, zu, damit du deiner Frau mal zeigen kannst, wie man ordentlich einen ansaugt. So, das zum Luftfilter. Jetzt wechseln wir kurz die Location und machen weiter mit euren Fragen. So, da sind wir. Hier sind die Fragen, ich habe es sogar ausgedruckt diesmal. Ich bin echt beeindruckt, ich habe eben schon drauf geguckt und dachte... Also grundsätzlich erstmal, wenn ihr technische Fragen habt, waren auch viele technische Fragen dabei, auf die wir jetzt nicht alle eingehen können. Wir haben natürlich einen technischen Support, da könnt ihr euch per Schrift hinwenden, per E-Mail, info@scooter-attack.com blende ich nochmal ein, oder per Telefon, Telefonnummer blende ich auch ein. Das ist unser technischer Support, da könnt ihr Sachen erfragen, euch beraten lassen, Sachen bestellen und so weiter. Also das haben wir alles für euch eingerichtet, blende ich hier ein. Dann viele Fragen, die unter den Videos aufkamen oder viele Anregungen, wie zum Beispiel, baut doch mal eine Aerox komplett um und so weiter. Das haben wir alles schon in früheren Videos abgehandelt. Guckt euch zum Beispiel die Weihnachtstunerei an von 2017. Dort haben wir eine aktuelle Aerox komplett auf ein Racing Setup umgebaut. Das Video geht über eine Stunde, ich glaube sogar fast anderthalb. Da wird in kompletter Fülle und in jedem Detail erklärt, wie wir das gemacht haben und was am Ende dabei rumkam. Das haben wir auch mehrmals gemacht mit anderen Fahrzeugen noch. Deshalb schaut euch auch gerne einfach mal die anderen Videos an. Da wartet ganz viel feines Zeug auf euch. So, jetzt werde ich allerdings einfach mal mit den Fragen hier loslegen. Der Daniel hat sie, glaube ich, noch nicht alle gesehen. Nicht eine. Ja, du hast gestern aber schon mal so ein bisschen geschnust. Oh, ich meinte da dein... Ja, was ich ausgewählt habe, weißt du nicht. Es klopft. Hier ist Post für dich gekommen. Ja. Willst du es jetzt noch machen oder später? Ich weiß, was drin ist. Ach so. Sind wir schon on... Wir sind live. On air. Ja. Ist das... Ach, das ist deine Penisstütze, oder was? Ist ein Lüfter für einen 3D-Drucker. Ist korrekt. Okay. Kommen wir nun zu den Fragen. Also eine Frage oder die Frage, die vermutlich am häufigsten gekommen ist, du kannst es dir vielleicht schon denken, habt ihr sowas wie Tune My Scoot oder Weihnachtstunerei nochmal geplant? Grundsätzlich würde ich sagen, wenn ich da für uns beide sprechen darf, und da gehe ich von aus, haben wir schon Bock drauf. Das Jahr hat gerade erst angefangen. Schauen wir mal, was das Jahr noch so bringt. Wir hüllen uns in ein mysteriöses Schweigen. Ja, was willst du denn auch raus machen? Ja. Du baust das immer weiter auf und dann kommen bei mir die Gedanken im Kopf. Ja, also Bock haben wir schon. Mehr können wir dazu noch nicht sagen. Okay. Eure Roller aus der Vergangenheit, darüber ein Video wäre cool. Also ich habe zum Daniel jetzt schon mehrmals gesagt, such doch mal Bilder raus von früher. Ist nichts passiert, aber auch darauf haben wir Bock. Also das werden wir auf jeden Fall mal machen. Gerade der Daniel hat in der Vergangenheit ein paar interessante Sachen gebaut. Ja, das wollen wir auf jeden Fall noch aufgreifen. Finden wir, ist eine coole Idee. Nicht gehen jetzt, das ist ein spannendes Thema. Tuning für Anfänger, was kann man mit wenig Geld alles machen? Auch da haben wir das schon weitestgehend in Videos bearbeitet, wie zum Beispiel die Tutorials, Vario und so weiter. Oder das Tune My Scoot mit der Beta Arc, was wir gemacht haben. Das war ein Sportsetup, das war relativ günstig und das ging am Ende gut ab. Mit dem Ding habe ich mich fast aufs Maul gelegt. sehr spannendes Video, guckt euch das mal an. Tune My Scoot. Muss man sich halt einfach alle mal in Ruhe durchschauen, die ganzen Videos. Macht euch wirklich mal einen schönen Videoabend. Ich glaube, da sind ein paar echt gehaltvolle Sachen dabei. Gerade so die Tune My Scoot Sachen und so. Also nicht zurückschrecken, wenn Videos ein bisschen älter sind, die sind trotzdem noch geil. Also ich gucke die mir selbst manchmal noch gerne an und denke, boah, bin damals schon geiler Lusch gewesen.
Der Daniel auch. Treffen Veranstaltungen in Bayern oder Baden-Württemberg. Sonst sind leider immer nur im Norden Deutschlands. Früher hieß es immer, mach doch mal was im Norden. Das heißt früher, das ist noch nicht so lange her. Ja, grundsätzlich kann man natürlich sagen... Es ist immer da, wo man nicht wohnt quasi. Ja, genau. Wir machen die Sachen immer da, wo ihr nicht wohnt, damit ihr euch ärgert darüber. Wir machen die Sachen, also wir richten uns nicht danach, wo wir die Plätze kriegen, ja, oder wo es vielleicht einfach am zentralsten ist. Weil, hat man die Ironie erkannt oder soll ich es nochmal umdrehen? Also wir sind froh, wenn wir irgendwo Plätze bekommen. Das ist ja auch nicht mehr so selbstverständlich. Es gibt ja Orte, wo wir einfach keine Plätze mehr bekommen. Immer. Ja. Und wir versuchen uns natürlich danach zu richten, was halbwegs zentral ist, damit jeder gleich weit fahren muss, ungefähr. Wenn ihr irgendwo an einem entlegenen Winkel in Deutschland wohnt, ja, tut uns leid, dann müsst ihr in den sauren Apfel beißen. Ist dann halt manchmal so. Eine gewisse Reisebereitschaft braucht man ja schon mal. Braucht man schon, ja. Aber Bitburg zum Beispiel, wo das Scooter-Weekend ist. Ist auch aus Baden-Württemberg. Aus BW. Zu erreichen. Gut zu erreichen. Ne? Gibt auch Autobahnen, die dahin führen. Ich blende da auch nochmal die Grafik ein mit dem Datum und dem Ort, dann wisst ihr, was Sache ist. Könnt ihr mal einen Speedfight 2 LC komplett tunen? Ja, theoretisch schon. Ob wir es machen? Problematik in Anführungsstrichen bei Peugeot ist die Verfügbarkeit von Tuningteilen im Vergleich zu Piaggio oder Minarelli ist natürlich eingeschränkt. Dementsprechend sind die Tuning. Es gibt schon. Ja, Stuff, aber es, ne? Ja, aber es mit größerem Aufwand verbunden. Also, wenn man jetzt einen RT-Zylinder zum Beispiel darauf bauen will, dann müsste man schon diverse Anpassungsmöglichkeiten. Darauf möchtest du also hinaus. Du, ey, Speedfight 2. Okay, alles klar. Ihr könntet zu Zuschauern fahren und deren Scooter angucken. Guess what? Habe ich schon ein paar Mal gemacht, nennt sich Scooter Attack trifft. Auch das eine Videoserie, die ich euch sehr ans Herz legen möchte. Da haben wir schon einige Videos hochgeladen. Da bin ich mit der Kamera bei Leuten zu Hause gewesen, habe deren Projekte vorgestellt, habe die Leute vorgestellt, ein paar coole Sachen dabei gewesen. Guckt es euch an und da möchte ich auch eine andere Frage aufgreifen, die da reingerätscht. Ist das weiterhin geplant? Ja, ist weiterhin geplant. Ich habe da schon ein paar Sachen ins Auge gefasst. Da werde ich auch in den nächsten Monaten dazu kommen. Könnt ihr Sprittests machen, also verschiedene Setups auf Verbrauch testen und so weiter? Ja, machen wir aber nicht. Ja, da schmunzelt er. Also man kann als Faustformel sagen, wenn der Vergaser größer ist, verbrauchst du auch mehr Sprit. Ich meine, ne, jetzt stellt man sich mal vor, wir würden das jetzt machen wollen, dann überlegt man sich ja, was möchte ich abbilden. Und je länger man, glaube ich, also das würde um Minute würde dieses Projekt länger werden, weil jetzt diverse Vergaser gibt, diverse Auspuffanlagen, Zylinder etc. pp. Um das alles abzubilden, hätte man ein riesenbreites Spektrum, was dann vielleicht sogar auch nur für diesen Motor anwendbar ist, je nachdem, ob das jetzt, weiß ich, ein 125er Motor ist oder ein Speedfight Motor oder Piaggio Motor. Wenn man das alles abbilden möchte, da haben wir eine ewig lange Videoserie danach. Zumal natürlich auch die Sinnhaftigkeit, also wenn du dir jetzt halt einen Rennmotor baust, den du nur für Rennstrecke oder für Sprints bewegst, dann ist es ja eigentlich relativ egal, ob du damit jetzt Langstrecke fahren kannst, 100 Kilometer, oder wie oft du da tanken musst. Wie Kai eben schon sagte, als Faustformel kannst du wirklich sagen, je kleiner der Vergaser, desto weniger verbraucht das Ding, je größer, natürlich genau andersrum. Es gibt natürlich auch so ein paar Ausnahmen, die gelten als besonders spritfressend und sowas, obwohl die noch nicht mal sonderlich groß sind. Das wie zum Beispiel? Del Orto 25 PHBL. Okay. Was würdest du denn sagen, was jetzt so ein 28er Vergaser, was man da so rechnet? Ungefähr? Ja, keine Ahnung. 15 Liter? Nee. Das kommt halt, wie ich eben schon sagte, auch ganz hart auf den Motor drauf an. Du kannst jetzt nicht einen 28er pauschalisieren, nur aufgrund dessen, dass er ein 28er Vergaser ist. Es kommt immer drauf an, wo der drauf gebaut ist. Ja, mit welcher Bedüsung? Aber ihr dürft nicht überrascht sein. Dürft nicht überrascht sein, wenn ihr dann doppelt, dreifach oder vierfach so viel Sprit verbraucht wie mit eurem originalen Setup. Alles relativ. Also ich würde da keinen. Aber im Bereich des Möglichen. Du, klar. So, okay. Also alles klar. Wenn euch die Antwort nicht zufriedenstellt, habt ihr Pech gehabt. Dann liegt das unter anderem am Kai. Ah ja. So.
Könnt ihr mal ein Abstimmvideo machen, also Vergaser, Variokupplung, wo alles erklärt wird, wird sicher viele interessieren und denen die Angst vorm Tuning nehmen. Auch hier verweise ich wieder auf die Tune My Scoot und Weihnachtstunerei-Dinger. Da haben wir die Sachen, den genauen Aufbau gezeigt. Alles erklärt von Kupplung, Vario zu Zündung einstellen. Wir haben noch einzelne Tutorials gemacht zu Kupplung, Variomatik und so weiter. Zylinder, Quetschkante einstellen, haben wir alles bearbeitet. Die Themen, guckt euch das mal an, dann seid ihr auf jeden Fall gut gerüstet, wenn es daran geht, den ersten Roller zu verfuschen. Der Junge weiß, wovon er spricht. Ich habe gerade eine geile Runner vor Augen. Ja? Mit dem Tigerfell. Leoparde. Entschuldigung. Nicht zu vergessen, wann ist der nächste Dino Day? Wissen wir nicht. Die Person, die die Events plant, ist auch gerade im Urlaub. Ich denke aber schon, dass dieses Jahr noch mal ein paar Dino Days stattfinden werden. Bei uns am Ladenlokal war das letztes Jahr. Das war sehr gut besucht. Kann auch sein, dass es dieses Mal oder im weiteren Verlauf dann irgendwo mal hier in der Firma ist. Ja. Ist zumindest geplant. Ja, Datum wissen wir noch nicht. Alle anderen Daten, also DSSC, stehen fest, Termine. Blende ich euch hier noch mal ein. Dino Day wird dann sukzessive hinzugefügt. Könnt ihr mal einen Zylinder fräsen? Hast du da Erfahrung, Daniel? Also der Daniel fräst, ist ein passionierter Zylinderfräser. Blende ich hier auch einfach mal ein. Könnt ihr mal gucken, was der Daniel blend so macht. Einfach ein Foto von mir. Ich blende einfach ein Foto von Daniel. Daniel ist passionierter Zylinderfräser. Könnt ihr euch mal angucken. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass im Zuge eines irgendeinen etwaigen Umbaus... Haben wir aber auch schon gemacht. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Tuner es gut ist. War. Ich die glaube, Weihnachtstunerei mit der SR50. Mit der Star Wars SR50. Da haben wir den RT-Zylinder, oder du hast den RT-Zylinder gefräst. Motorgehäuse gefräst. Sieht man auch im Video. Zylinder gefräst, montiert, ja. Sieht eingestellt, man auch Prüfstand. Genau. Ich glaube, auf dem Prüfstand sieht nicht aus, dass er mal kaputt gegangen ist. Aber jetzt ist es raus. Stimmt, haben wir noch schnell ist einen. Ist ja schon ein paar Jahre her. Ne? Was ist mit Turbo Hans? Ja, Turbo Hans hat sich gibt's weiter... Gibt's noch? Klar. Gibt's noch? Turbo Hans hat sich weitergebildet, sehr gewissenhaft. Und nutzt jetzt seine akquirierten Skills in einer anderen Firma. Also hat nichts beruflich jetzt nichts mehr mit Motorrollern zu tun. Privat als Turbo Hans ist er, glaube ich, noch aktiv. Wir haben auch noch guten Kontakt zum Hans. Also alles cool, aber der hat sich weitergebildet und ist jetzt aufgelevelt. Der ist auch wieder zurück in seine Heimat, genau, Richtung Heimat gezogen, genau. Was natürlich auch mitunter ein Beweggrund war. Ja. Deshalb, wir sind alle noch cool mit dem Hans. Hans wird in unserem Herzen immer drin bleiben, der Turbo Hans. Die Lokomotive. Ja, deshalb alles gut mit dem Turbo Hans. Er ist halt nur als Turbo Hans hier in der Firma nicht mehr tätig. Und das auch noch nicht so lang. Nee, noch nicht so lang, das stimmt. Die nächste Frage. Steuerzeiten über 200 Grad, ist das noch legitim? Ja, kannst du antworten. Du bist doch der Fräsetyp. Ich habe doch gerade hier dein Fräsedings eingeblendet. Du bist ein Fräsedings. Oder ach, halt doch die Fräse. Also ich mach's nicht. So. Also du machst kein. Also Steuerzeiten, um das kurz mal zu erklären, das hat was, man kann die Steuerzeiten im Zylinder anheben durchs Fräsen, um da eine andere Leistungsentfaltung oder Charakteristik zu erreichen. Über 200 Grad würde für mich als Laien jetzt schon noch sehr viel klingen. Der Daniel sieht das tendenziell auch so. Könnte natürlich in diversen Fällen oder in spezifischen Fällen legitim sein, aber da kenne ich mich nicht aus. Hat er schön gesagt. Kann man so stehen lassen. Ja. Mache ich trotzdem nicht. So. Ja. Habt ihr eine Möglichkeit, Tuning-Teile eintragen zu lassen? Grundsätzlich haben wir... Wir das nicht. Wir sind nicht der TÜV, aber der TÜV kann das. Ja, also grundsätzlich haben wir die Möglichkeit und jeder von euch hat auch die Möglichkeit. Man kann nämlich prinzipiell in der Theorie jedes Tuning-Teil, großes Nummernschild vorausgesetzt, ne? Immer auf die Fahrzeugbasis natürlich bezogen. Halt, ne? Beim TÜV eintragen lassen. TÜV eintragen lassen. Bietet ihr auch Mofa-Teile an, also Tuning? Ja, also theoretisch schon. Wenn ihr Teile braucht oder wenn ihr wissen wollt, was vielleicht quer passt von einem anderen Motor und so weiter, dann würde ich euch empfehlen, euch an unseren technischen Support zu wenden, telefonisch. Und dann kann dort mit dem Support-Team abgeglichen werden, was ihr braucht. Dann kann es im System rausgesucht werden und dann kann man
gucken, was da passt, passen könnte und so weiter. Grundsätzlich gilt auch, ihr könnt euch Sachen gerne zuschicken lassen. Wenn es nicht passt, wenn ihr seht, es funktioniert nicht, könnt ihr es ganz einfach auch zurückschicken und bekommt das Geld wieder. Insofern das Zeug noch heile ist, nicht montiert wurde und auch noch nicht 2000 Kilometer gelaufen ist. Genau, das ist selbstverständlich, aber gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Es ist selbstverständlich, aber viele halten das für nicht so selbstverständlich und fragen sich. Nur weil ich den jetzt ein bisschen gebogen habe, heißt er nicht, dass ich den nicht zurück. Nur weil ich den Ausbruch seit einem halben Jahr zur Schule gefahren bin. Was soll denn das? Schweinerei. Wann kommt denn das angekündigte vierte Tutorial-Video, wo gezeigt werden sollte, wie man eine Kurbelwelle einbaut? Sollte doch, glaube ich, nach dem dritten Tutorial Zylinder folgen. Eure Videos sind der Hammer, weiter so. Dankeschön. Tutorial-Videos, ja, besteht grundsätzlich noch Interesse, aber wir gehen natürlich danach, was kommt am besten an, was wollen die Leute sehen. Bei den Tutorial-Videos muss man leider sagen, die sind von den Klickzahlen her relativ überschaubar geblieben und da wir euch natürlich das bieten wollen, was euch am meisten interessiert, kümmern wir uns erstmal um andere Themen. Das sind jetzt so Sachen wie die ZIP, das sind das Projekt mit dem Harzrider und dann haben wir bei uns im Hinterkopf noch ein paar andere schöne Projekte, die würden wir jetzt erstmal bevorzugen. Grundsätzlich wollen wir das aber nicht ausschließen, dass wir demnächst nochmal Tutorials machen, beziehungsweise wir gliedern das auch gerne immer in Aufbau- oder Umbauprojekte ein, dass man im Zuge dessen dann Sachen erklärt. Und schon wieder der Querverweis zu Tune My Scoot. Da haben wir mindestens 5-mal gezeigt, wie man eine Kurbelwelle einbauen. Das ist richtig. Wie man die Lager einsetzt, worauf man achten muss beim Lager einsetzen und so weiter, was man nicht machen sollte. Wie es fluffig geht und nicht so fluffig. Genau. Also Kurbelwelle haben wir schon aufgezeigt. Gibt es dieses Jahr eine Custom Show? Also es wird zum nächsten Mal im Rahmen des Scooter Weekends eine Custom Show geben. Ob es dann eine separate Custom Show gibt, kann ich euch aktuell nicht sagen, da, wie vorher schon erwähnt, der Eventplaner aktuell im Urlaub ist. Ich halte es aber für möglich. Sobald es da weiteres gibt, informiere ich euch da gerne auf Facebook und so weiter. Kann man sich bei euch bewerben? Grundsätzlich ja, gibt es eine E-Mail-Adresse für, blende ich hier ein, schickt da was hin. Wie man so eine Bewerbung zu gestalten hat, das muss ich euch hoffentlich nicht erklären. Also ich weiß jetzt aus dem Stegreif, dass in der Logistik momentan gesucht wird. Darüber hinaus könnt ihr euch sicherlich auch initiativ gerne für andere Stellen bewerben. Und dann schauen wir mal, was passiert. Dann könnt ihr vielleicht die Kamera halten. Da kriegt er Angst. Also ich finde ehrlich gesagt, der Stativ macht einen 1A-Job. Das ist mein privates, weil es teuer hat. 350 Eier hat das gekostet. Geil. Macht ihr nochmal eine Videoserie, wo ihr eine Aerox komplett aufbaut oder so weiter, wäre ein Traum. Wie gesagt, haben wir schon zweimal gemacht. Tune My Scoot Nummer 1, Weihnachtstunerei 2017. Welche Aerox haben wir denn gemacht? Diese neue Aerox haben wir auf jeden Fall. Zu Weihnachtstunerei 2017 war die neue Aerox, die diese neue Verkleidung hat. Ja? Und Tune My Scoot 1 war eine klassische Aerox, die haben wir auf Racing umgebaut. Das ist schon so lange her. Das ist so 2013. Aber nichtsdestotrotz immer noch aktuell. So richtig viel an der Thematik und Technik hat sich auch nicht geändert. Ja, also wenn ihr so einen Roller habt oder sowas in der Richtung oder grundsätzlich mal sehen wollt, was das für ein Aufwand ist, worauf man achten muss, das haben wir dort alles gezeigt. Also wenn ihr das gesehen habt, dann seid ihr eigentlich good to go. Repariert ihr auch Kundenfahrzeuge in eurer Werkstatt und warum habt ihr ein neues Teilelager bekommen und eine neue Werkstatt? Also Frage Nummer 1, repariert ihr auch Kundenfahrzeuge? Nein. Also wir haben zwar eine Werkstatt, lautet, aber wir haben hier keinen Kundenservice, dass Fahrzeuge instand gesetzt werden. Das ist reine Entwicklung hier, Fahrzeugaufbau für die interne Entwicklung. Dann entwickelt hier Teile, wie zum Beispiel Zylinder und so weiter. Frage Nummer 2, warum habt ihr ein neues Teillager bekommen und eine neue Werkstatt? Wir haben ein komplett neues Verwaltungsgebäude gebaut, wo alle Leute auf demselben Platz versammelt sind. Das heißt, kürzere Wege, bessere Kommunikation, brauche ich euch nicht erklären, was da die Vorzüge sind. Und direkt nebendran haben wir zwei neue Lagerhallen gebaut. Das heißt, das Lager ist jetzt anders als früher, direkt an der Verwaltung. Es kann jeder direkt überall hinlaufen, wenn irgendwas ist. Und an dieses Lagergebäude ist dieses neue Gebäude gebaut worden, was die neue Werkstatt ist. Das heißt, es ist jetzt alles vereint in einem großen Komplex aus Gebäuden. In einem großen, langen Gebäude. Ein großes, langes Gebäude, vielleicht filme ich das gleich nochmal kurz, dann kann ich das da runterschneiden. Ja, hat eigentlich nur Vorteile für uns. Das heißt, vorher war es Miete, jetzt ist es Eigentum. Genau, das ist natürlich auch noch ein Argument. Und es ist halt alles schön gebündelt. Es muss halt keiner mehr quer über die Straße gehen oder irgendwo anders hinfahren, um was abzuholen, also, sondern es ist jetzt alles an einem Ort. Ja, logistisch einfach viel besser.
So, kommt noch sowas wie Mr. Hood liefert aus? Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht liefern wir auch noch mal was aus. Vielleicht verlosen wir auch noch mal ein Fahrzeug. Aber wenn wir was auszuliefern haben, dann... Dann liefern wir was aus. Bestünde die Möglichkeit. Ja. Also grundsätzlich, das Jahr ist noch jung. Wir sind voller Ideen. Wir haben Bock. Wir können auch noch nicht viel verraten. Aber seid euch sicher, wir werden auf jeden Fall noch einiges an Videos machen. Ne, wenn ihr weiterhin Vorschläge habt oder Ideen, was ihr gerne sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Was uns natürlich auch eine große Hilfe ist, sagt euren Freunden Bescheid, dass sie die Videos schauen sollen, wenn die sich auch für Roller interessieren. Desto mehr los ist auf dem Kanal, desto mehr Argumente haben wir natürlich, um noch krassere Videos zu produzieren, um dann noch mehr Zeit zu investieren. Desto mehr Zeit haben wir dafür. Genau. Wir müssen uns ja immer da investieren, wo gerade... Wo es brennt. Ja, also wir haben auch noch andere Aufgaben hier im Unternehmen, aber wenn natürlich klar ist, dass die Videos super erfolgreich sind und dass die super oft angeguckt werden und so weiter, dann haben wir natürlich auch mehr Spielraum, können noch mehr Zeit investieren, noch mehr Budget investieren und so weiter. Noch mehr, noch bessere Fahrzeuge, Motoren aufbauen, noch genau. Mehr ins Detail gehen. Genau. Das noch mehr auf, sage ich mal, Zuschauerwünsche eingehen. Genau. Das heißt, wir profitieren da alle davon. Wenn ihr euch da mehr investiert, können wir uns folglich dessen auch mehr investieren. Das heißt, desto mehr der Kanal knallt, desto mehr können wir machen. Desto mehr freie Hand oder desto mehr Möglichkeiten haben wir. Und wir haben da wirklich Bock drauf. Ne? Deshalb. Also, wenn euch das gefallen hat, lasst uns einen Kommentar da, Like da, ein Abo, falls es noch nicht gemacht hat. Empfehlt uns weiter und dann können wir gemeinsam in diesem Jahr noch weiter dran treten und geiles Zeug machen. Ne? Wir haben noch ein paar schöne Ideen dazu zu geben. Ideen haben wir jede Menge auf jeden Fall. Also, gerne auch quergedacht mit anderen Fahrzeugen, andere Fahrzeugkategorien, weiß ich nicht. Supermotos, Motocross, keine Ahnung was. Ja, also ist theoretisch alles möglich. Wir haben auch einen Prüfstand hier, wo man viel drauf machen kann. Da muss man nicht immer einen Roller draufstellen, da kann man auch größere Sachen draufstellen und so weiter. Aber schauen wir einfach, was da kommt. Der Harz Rider kommt ja jetzt am Wochenende schon wieder vorbei. Da geht es auch nochmal weiter. Ja, es passieren noch viele schöne Sachen. Ich würde sagen, das war's für den Moment. Ich gehe das jetzt schneiden und ich lege mich schlafen. Wenn ihr noch Fragen habt, ne, schreibt es wieder hier drunter. Wir sammeln wieder, machen die Serie jetzt regelmäßig. Ich denke, naja, hat gut geklappt mit den Zetteln, oder? Achso, Outro müssen wir noch machen. So, dann kannst du den Zettel. So, nee, das war ja schon Outro. Was soll der Blödsinn? Ich habe ja schon alles gesagt. Gut bei weggekommen. Tschüss.